Übrigens, der Junge macht auch wirklich guten Content, ja? MMA-Content heißt seine Seite. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, der Junge macht wirklich guten Content. Kann man mal auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr ein bisschen Support möchtet. Ich glaube, dass er in ein paar Monaten oder so, wenn er ein bisschen regelmäßiger Videos macht, dass sein Kanal echt groß wird. Die Unterweltkontakte McGregors im Milieu Irlands. Conor McGregor ist der wahrscheinlich erfolgreichste MMA-Fighter aller Zeiten. Er erreichte den Double-Champ-Status, wurde einer der berühmtesten Stars der Welt und machte gegen Khabib den größten Kampf der UFC-Historie. All das klingt ja ganz schön positiv. Gehen wir aber tiefer in Conors Vergangenheit, finden wir einige dunkle Geschichten, von denen die meisten noch nichts wussten. Jonathan und Andrew Murrays sind auch beide bekannt als Gangster Brothers. Die beide haben eine hochgerechnete Straftatenanzahl von 66. Ist ja gar nichts. Da hatte Mike Tyson mit 12 ja schon mehr. Mike Tyson wurde mit 12, glaube ich, schon 60 Mal verhaftet. Jonathan wurde unter anderem wegen einem Angriff auf einen kranken Mann festgenommen. Sein Bruder Andrew hingegen nahm dabei alles mit. Von Drogendelikten bis zu schweren Angriffen. Andrew sowie Jonathan sind beides Kindheitsfreunde von Conor und begleiteten den irischen MMA-Star über seine gesamte Karriere. Alles beginnt 2018 bei dem Kampf von Khabib und Conor. Nicht nur, dass Conor im Vorhinein eine Menge von Trash-Talk führte. Digga, das ist immer noch die größte Enttäuschung für mich gewesen, ja? Dass McGregor im Kampf für Khabib einfach so daneben war und einfach kopftechnisch nicht wirklich am Start war. Einfach besoffen auf der Pressekonferenz vor dem Kampf. Das war so bitter, ne? Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne einen Kampf gesehen zwischen 100% Conor McGregor und Khabib. Das wäre, ich weiß nicht, ob er es hätte geschafft, gewinnen zu können, aber ich hätte einfach gerne auf 100% beide gerne gesehen, ja? He's a glass jaw. The Chechens, my Chechen friends, the Vainakhi soldiers, they told me that they have chicken jaws in Dagestan. And I believe them, because I know a glass jaw when I see one. Er versuchte auch, den Bus von Khabib und seinem Team zu attackieren und bewarf diesen daraufhin mit einem kleinen Wagen. Alle waren außer sich. Come here. Send me a message like location. I'm gonna come. Whatever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Conor wurde daraufhin festgenommen, wurde jedoch wieder auf Kaution freigelassen. Und wer waren die ersten, die ihn abholten? Natürlich die Gangster Brothers. Nur 2 Wochen später waren diese beiden verwickelt in mehrere Razzia-Überfälle in Irland. Die irländische Version der DIA versuchte durch diese Razzien eine der größten Drogenschmuggeloperationen des Landes zu verhindern, indem Drogen von Irland nach Australien und Neuseeland transportiert werden sollten. 6 Leute wurden verhaftet und die Polizei ging davon aus, dass der Anführer des Ganzen ein enger Verbündeter von Andrew und Jonathan Murray war. Die Drogen in diesem Fall wurden von dem Kinahan-Kartell geliefert, einer der 2 größten kriminellen Organisationen Irlands. Ihr denkt euch jetzt, okay, ja, Conor hat vielleicht ein paar kriminelle Freunde, aber er hat doch bestimmt nichts mit den Leuten von einem Kartell zu tun. Okay, vielleicht erwartet ihr es doch, weil es im Titel steht und ihr deswegen auf das Video geklickt seid. Jedenfalls, wenn man googelt Conor McGregor und Kinahan-Kartell, seht ihr... Ja, ganz ehrlich, welcher... So gut wie sehr erfolgreiche Mensch hat nicht irgendwelche Kontakte, die vielleicht ein bisschen in der Unterwelt unterwegs sind. Ganz ehrlich. Glaubt ihr nicht, dass irgendwie so ein Arnold Schwarzenegger irgendwelche Gangster kennt? Glaubt ihr nicht, dass ein Sylvester Stallone irgendwelche Gangster kennt? Oder mit denen befreundet ist? Junge, teils die erfolgreichsten Menschen der Welt, teils die reichsten Unternehmer der Welt sind alle Gangster gewesen. Vorher, früher, haben damit ihr ganzes Geld gemacht und es dann in legales Business umgewandelt. Oder haben Gangster als Freunde und sowas. Also ich bitte euch, ja. Sehen wir, er hat einige Kontakte zu Mitgliedern aus diesem Kartell. Aber was genau hat... Kennst du Gangster? Nein, keinen einzigen. Ich kenne niemanden, der kriminell ist. ...der mit ihnen zu tun. Bevor wir darüber aber sprechen, müssen wir ein wenig genauer auf das Kinahan-Kartell eingehen. Daniel Kinahan gilt als einer der Köpfe dieser Organisation und allgemein der Unterwelt in Irland. Er ist ebenfalls einer der Gründer eines Boxgyms, zusammen mit dem Ex-Profi-Boxer Matthew Macklin. Warum das Ganze so wichtig ist, erfahrt ihr später.
Über die Jahre wurde das Gym eher zu einer Art Kampfpromotion umfunktioniert und stand im Zusammenhang mit mehreren sehr bekannten Persönlichkeiten des Kampfsports wie Tyson Fury oder Darren Till. Um die Geschichte zu vervollständigen, müssen wir uns kurz die zweite Seite des Milieus angucken, und zwar die Hutch Gang. Angeführt von Jerry Hutch, der eine Bekanntheit in der Öffentlichkeit ist und auch eine Limousinenfirma hat, in der er schon bekannte Persönlichkeiten wie Mike Tyson rumkutschierte. Er war unter anderem verwickelt in zwei der größten bewaffneten Raubüberfälle der irischen Geschichte. Warum nicht mal von so einem Typen rumfahren lassen? Ey, dieser Clip ist so legendär, ne? Das ist ein absolut... Stellt euch mal vor, ihr seid einer der gefährlichsten Männer aller Zeiten auf diesem Planeten und ihr zieht euch einfach in so einem Bienenkostüm an, singt dabei und tanzt für Instagram. Ey, oh mein Gott. Ich liebe es, wenn sich Menschen nicht zu ernst nehmen, selbst. Ich liebe den Scheiß. Ich mag es nicht, wenn Menschen immer so auf krampfhaft, auf ernst machen müssen, immer so auf hart, auf cool und so, ne? Und sich überhaupt nicht selbst mal hops nehmen können oder über sich selbst lachen können. Ich finde das wichtig, ja? Das zeigt, dass man ein bisschen Charakter hat, sowas. Vor einiger Zeit waren die beiden Banden gut aufeinander zu sprechen. Es gab keine wirklichen Probleme. Jerrys Neffe, Gary Hutch, sollte sogar der engste Partner von Daniel Kinahan sein. Aber das ist der Punkt, wo sich das ganze Blatt wendet. Als 2014 einige Drogenkuriere von den Kinahans von der Polizei erwischt wurden, kam Zweifel auf. Es war nicht gewöhnlich für sie, dass sie bei ihren Geschäften erwischt wurden. Aber es gab einen Mann in ihrem Kreis, dem sie nicht ganz trauten. Gary Hutch wurde verdächtig, der Informant gewesen zu sein. Ich liebe solche Infovideos. Ich mache ja auch ab und zu meine Dokus und so, ne? Ihr wisst es. Das sind so, ich sag euch ehrlich, das sind meine persönlichen Lieblingsvideos auf dem Kanal. Ich liebe es, die Reactions zu machen, ich liebe es, hier Sparrings und so ein Zeug zu machen, ne? Aber meine absoluten Favoritenvideos auf meinem Kanal sind so die Dokumentationen, die ich gemacht habe. Hier, letztens erst ging Jared McClellan, ne? Oder hier Tommy Morrison, oder davor habe ich ja auch der Untergang, Aufstieg und Untergang von Conor McGregor und so gemacht, ne? Das sind so meine absoluten Lieblingsvideos auf dem Kanal und ich liebe es, die zu machen. Wie gesagt, das Problem ist halt einfach nur die Arbeit, die da reinkommt in so einen Content, bis man das geschnitten hat, bis man das gemacht hat und so, ist mit allem anderen drumherum aktuell immer ein bisschen schwierig. Es war klar, dass Rache genommen werden musste. Als Zeichen der Reue schenkte die Hutch Gang den Kinahans eine Summe von 200.000 Euro. Als Entschuldigung musste einer der Hutch-Familie eine Kugel abbekommen und Garys Bruder Patrick bekam eine Kugel ins Bein. Trotz dessen wurde Gary ein Jahr später tot aufgefunden und verantwortlich für diese Tat soll Freddie Thompson gewesen sein, der Neils rechte Hand zu diesem Zeitpunkt. Am 5. Februar 2016 sollte die Hutch Gang Rache nehmen. Beim Weigh-In bei einer der Boxveranstaltungen von Daniel Kinahan und seinem Gym kam es zu einem brutalen Vorfall. Sechs bewaffnete Männer, verkleidet unter anderem in Polizeiuniform, waren auf der Suche nach Daniel Kinahan, der sich vor dem ganzen Vorfall in Sicherheit bringen konnte. Der Bruder des ermordeten Gary Hutch, Patrick Hutch, war ebenfalls einer der Männer und verkleidete sich als Frau. Anstatt ihr Ziel Daniel Kinahan zu treffen, ermordeten sie den Cousin von Kinahans rechter Hand, David Byrne. Aber was hat Connor mit dem Ganzen zu tun? David war ein alter Trainingspartner von Connor. Beide boxten zusammen und hielten über die Jahre eine enge Freundschaft. Einer der Boxer, der auf der Veranstaltung von Kinahan boxen sollte, war Jamie Kavanagh, auch ein Kindheitsfreund von Connor. Auch Jamies Vater und Onkel waren beide Mitglied des Kinahan-Kartells. Wir wissen natürlich nicht zu 100%, was für eine Rolle Connor in dem Ganzen spielt. Wahrscheinlich keine große. Jedoch ist nicht zu unterschätzen, dass er regelmäßig Kontakt zu den Unterweltgrößen Irlands hält und dort auch sicher mehr passiert, als wir denken.
Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Geschichte, in der Conor McGregor jemand in der Bar geschlagen hat und dafür eine Kopfgeldsumme von 900.000 Euro hatte. Der Mann, den er schlug, aus Spaß oder nicht, war einer von Conors Freunden und enger Verbündeter des Kinderhandkartells, Graham Whelan. Außerdem postete er dann einige Tweets, die in diesem Zusammenhang ein bisschen mehr Sinn ergeben. Auch Conor McGregors Schwester besuchte Graham in dem einzigen Hochsicherheitsgefängnis in Irland. Wie gesagt, Conor McGregor hat auf jeden Fall eine Menge Verbindung in die Unterwelt Irlands. Wie tief er genau in all das involviert ist, werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Conor McGregor noch mehr mit der ganzen... Oh, sorry, ich habe die ganze Zeit das Mikrofon noch angehabt, während ich mir das angehört habe. Ich hoffe, ich hatte jetzt nicht die ganze Zeit noch ein Echo. Thematik zu tun hat. Und natürlich eure Prediction für den bevorstehenden Kampf zwischen ihm und Michael Chandler. I'd like to announce the return day for myself, the notorious Conor McGregor, for the greatest comeback of all time. Will take place in Las Vegas for International Fight Week. Boah, ich bin ehrlich gespannt, wie das Comeback von Conor McGregor sein wird, ja? Ich hoffe, das wird ein erfolgreiches Comeback. Wird aber echt schwierig. Wird sehr, 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 sehr schwierig, ein erfolgreiches Comeback jetzt noch hinzulegen nach all den Jahren. Partys, Alkohol, Drogen und so weiter und so fort.